Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Und ich bin hier gerade dabei, fleißig ein bisschen Beleuchtung herzustellen. Denn wir haben ja alles ein bisschen abgebaut. Wie ihr es ja in der letzten Folge gesehen habt, ich habe hier erstmal. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, dass ich das hier alles einblende. Ich habe hier erstmal alles abgebaut. Und hier ist noch ein bisschen Beleuchtung. Hier alles abgebaut, also alle Werkbänke sind mittlerweile da drüben. Da. Ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Aber habt ihr das gesehen? Hatte ich das schon mal aufgezeichnet? Weiß ich jetzt gar nicht. Wie dem auch sei, da drüben ist quasi meine Crafting-Hütte. Und hier wird dann meine Kampfhütte werden. Ne, wie ihr es kennt, so ein bisschen aus Seven Days to Die, so ein bisschen abgesetzte Hütte, wo man so ein bisschen sich rumtummelt und eine halt zum Kämpfen. Und ich habe mittlerweile hier den Kompressor habe ich noch gebaut, den zweiten, den ich jetzt noch bauen sollte. Und jetzt steht oben links ja der Stachelwerfer. Also der steht auf jeden Fall als nächstes auf der Speisekarte. Dafür brauche ich natürlich dann nachher wieder Kupfer. Dann müssen wir sehen, dass wir am nächsten Tag nochmal wieder loszischen und Kupfer organisieren. Das heißt natürlich wieder Fässer auseinandernehmen. Das heißt natürlich wieder Eisen organisieren, wo dann eventuell dann auch Kupfer drin sein könnte. Und wir spielen natürlich dann gleich noch die Horde. So, aber jetzt machen wir noch ein bisschen Beleuchtung. Denn hier ist ja kaum was an Beleuchtung. Und das würde ich ganz gerne ein bisschen fixen. Ein bisschen Material dabei. So, dann gucken wir mal, wo wir hier mal ein bisschen Beleuchtung. Können wir eigentlich auch hier drin Beleuchtung eigentlich setzen? Geht das auch? Gut, hier geht das dann in der Tat gar nicht. Gut. Gut zu wissen. Dann machen wir sonst hier mal ein bisschen Beleuchtung. Hier passt es eigentlich ganz gut hin. Vielleicht auf die Höhe. So. Können wir hier vorne ja noch ein bisschen. Was? Wieso geht das jetzt wieder nicht? Hä? Irgendwie hat er doch immer angezeigt, dass wir genug Material haben, oder nicht? Alter! Oh, hey. Na? Oh! Nein! Genau das passiert nämlich. Ach, Mist. Ja, okay. Das knallen wir ihn gleich so ab. Irgendwie leckt es heute ganz ordentlich. Ich weiß nicht, ob das an dem Spiel liegt oder an der neuen OBS-Version. Ah. Blätter, okay. Ich dachte, Blätter reicht das, aber anscheinend ja nicht. Okay, da müssen wir ein bisschen gucken. Dann holen wir uns mal noch ein paar Blätter. Blätter, Blätter, Blätter. Muss aufpassen. Ich glaube, hier lief nämlich mal ein Bär rum, hatte ich gesehen. Nicht, dass wir hier gleich noch Stress kriegen und wären. Da hätte ich jetzt irgendwie weniger Bock drauf. Aber da war, glaube ich, noch ein ganzes Stück weiter unten. Aber naja, das ist, wie das immer so ist. So. Blätter. Oh Mensch, hi. Warte mal, ich mach nicht mal so auseinander. So. Ich nehme auch nochmal auseinander. Ja, das ist natürlich die große Frage. Also ich bin noch am überlegen, wie ich das Spiel weiterspiele. Es war ja eben, wie ich schon gesagt habe, als Kurz-Let's-Player geplant. Und ich wollte ja ganz gerne eben halt diesen Stachelwerfer und den Flammenwerfer und sowas wollte ich ganz gerne noch ausprobieren. Bevor wir das Ganze beenden. Aber wenn das natürlich sowieso zum Ende des Spiels stattfindet, das müssen wir mal gucken. Ne? Also je nachdem, was wir da noch alles bauen müssen. Denn wie ihr mir ja schon in den Kommentaren erklärt habt, ist es halt so, wenn du dieses Tutorial, sage ich jetzt mal so, also wenn du alles halt gebaut hast, was oben auf der Liste steht, dann kannst du dich halt entscheiden, ob du von der Insel fliehen willst oder nicht. Finde ich ein bisschen seltsam, diese Herangehensweise, aber naja gut. Das wird sicherlich, und kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das im Laufe der Zeit, im Laufe der Entwicklungsphase noch ein bisschen geändert wird. Denn ich sehe jetzt persönlich, aber vielleicht liegt es auch nur an mir, kein Grund, warum die meine Flucht von dieser Zombie-Basis abgeben sollte. Mal abgesehen davon, dass wir halt überleben. Aber sehe ich so irgendwie nicht. Das macht irgendwie so wenig Sinn. Na, ich hätte jetzt ja gesagt, okay, es macht vielleicht Sinn, wenn wir vielleicht irgendwie, ja, ich will nicht sagen Artefakt, aber wenn wir vielleicht irgendwie ein bestimmtes Item zum Beispiel aus der Stadt bergen müssen oder und sowas halt. Ne? Also, dass man halt verschiedene Stationen abläuft. Und wenn man die alles, wenn man das alles erfüllt hat, dann kann man vielleicht von der Insel entfliehen oder generell hier von dieser Location entfliehen.
Das macht so für mich noch ein bisschen Sinn. Und warum leckt das so stark heute? Nicht, dass es an einem Update liegt. Entweder OBS wäre das wäre eine Möglichkeit oder Spiel selber Update oder... Irgendwie leckt das heute so ein bisschen. Also wenn das... Ich glaube, ich habe gerade einen Bären gehört. Ja, habe ich mir gedacht. Ha, 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 ha. Und ich sag noch, ich muss vorsichtig sein. Ich hätte ja ganz gerne ich würde ganz gerne einen Screenshot machen, aber naja, ist jetzt vielleicht nicht so. Naja, gut, dann nehmen wir mal mit. Ja, und was wir auf jeden Fall auch noch machen sollten, wäre mal die Waffen und Ausrüstungsgegenstände mal ein bisschen upgraden. Das haben wir auch noch nicht so wirklich erfolgt. Aber ich habe schon ein bisschen Material dafür. Also da können wir schon ein bisschen was machen. Samen. So, da haben wir jetzt aber erstmal ein paar Blätter. Es geht mir hauptsächlich um die Blätter. Wie viel haben wir? Wie viele Blätter? 85. Ja, okay, da kann man vielleicht ein, zwei Fackeln noch draus machen. So, dass wir hier vorne zumindest mal eine Fackel haben. Das muss ja nicht... Ich wollte schon sagen, steht da hinten noch ein Bär, aber das ist wieder so ein Wildschwein. Okay. Ein wildes Schwein! Ein wildes Schwein! So. So, können wir ein bisschen nach oben packen. Da. So, packe ich mal dahin, fertig ist. Auf gleiche Höhe, ich bin begeistert. So. Ja, das muss auch erstmal reichen. Ich habe jetzt sowieso nicht genug, wahrscheinlich nicht genug Blätter, aber ich will jetzt auch nicht eine halbe Stunde lang rumsuchen hier. So. Gut, dann haben wir hier ein bisschen beleuchtet. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so relevant. Also hier wäre die Beleuchtung wichtiger, aber da hier haben wir schon ein bisschen was. Ich stelle mich nachher hier hinten rein. So. Und werde hier ein bisschen rumballern, beziehungsweise hier oben ein bisschen rumballern. Mal gucken. Ja, und dann brauche ich natürlich noch wieder mal... Achso, das bin ich hier wieder völlig verkehrt. Dann brauche ich natürlich wieder so eine Fallenmaschine. Aber ne, eine Fallenmaschine kriege ich ja nicht, weil wir wieder Kupfer brauchen. Ja, ja, das ist natürlich immer das Dilemma bei der Sache. Deswegen brauchen wir da gar nicht groß gucken, aber wir können mal wenigstens ausmüllen. Das haben wir. Dann haben wir noch ein bisschen Fleisch, Pachyderme. Das Übliche, was man eben so halt mit sich rumträgt. So, Felle hatte ich wo an, das kriege ich auch nicht rein. Fleisch, das können wir uns gleich mal reinhauen. So. Da kommen die Felle rein, da können wir gleich mal gucken, was wir da noch so alles brauchen für die Upgrades. Ich müll mich erstmal komplett einmal aus, auch wenn wir danach wieder ein bisschen Zeug rausnehmen sollten, aber... So, die Äste lassen wir nochmal mit dabei. Das können wir wegpacken. Die Stoffe können wir wegpacken. Auch Holz hatte ich, glaube ich. Ne, es ist verarbeitet. Wir haben ja auch kein Erz, ne? Ne, Erz haben wir nicht. Dann packen wir das da rein. Das ist auch schon verarbeitet. Das können wir hier noch reinpacken. Und hier kommt der ganze verarbeitete Kram rein. Auch was Holz, glaube ich, angeht. Oder nicht, oder doch? So, das kommt da rein. Die nehmen wir mit. Baumstamm. Tierfett, das haben wir auch noch nicht vorne reingepackt. Nee, wird auch in die zweite Kiste. So, hier kommt nämlich der Bärenschädel nochmal rein. So, gut, dann haben wir das. Da können wir gleich die Fallen noch mitmachen. Das ist okay. Das ist auch in Ordnung. Baumstamm, bearbeiteter Baumstamm. Hier packen wir sonst die Baumstämme rein und hier vorne die bearbeiteten Baumstämme. Dann haben wir es nämlich einigermaßen sortiert. Oh, hier kommen die Seile rein. Wunderbar. Und jetzt können wir nochmal gucken, was wir an Upgrades brauchen. Die machen wir hier. Die machen wir hier. Das sind gerade 10. Ich habe gerade gesehen, wie die Items rumgesprungen sind. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das da irgendwie nicht so ganz... Naja. So, Stück Eisen, Kaninchen. Mal gucken, ob wir noch was von Kaninchen noch da haben.
Es war hier, ne? Wildschwein. Kaninchenknochen haben wir da. Kaninchenpelz haben wir da. Das ist gut. Und wir brauchen, glaube ich, Eisen, ne? Dann ist das die dritte Kiste. Die dritte Kiste. Da können wir ja schon mal die Axt aufwerten. Die Axt. Katana können wir auch aufwerten. Das ist fein. Dann machen wir Hausholz, Feller, Axt. Dann nochmal das Katana. Das können wir nochmal aufwerten. Den Hammer können wir aufwerten und die Munitionstasche. Haben wir die Munitionstasche nicht auch schon mal aufgewertet? Offensichtlich nicht, aber ne? Ist ja trotzdem ein bisschen merkwürdig. Wir werten einfach mal alles auf. Alles, was wir aufwerten können, werten wir auf. Alles, was wir nicht mehr aufwerten können, werten wir eben nicht mehr auf. So, Materialtasche. Dann brauchen wir hierfür, brauchen wir Fuchspelz und Klebeband. Fuchspelz. Da leckt das schon wieder heftig. Was ist denn hier los, sag mal? So, Fuchspelz und Klebeband. E-Pelz, Fuchspelz, Fuchsknochen und Klebeband. Das ist dann, wenn dann in der dritten, in der vierten Kiste. Ich schon wieder. Zweimal. Klebeband. Muss man eben ganz kurz gucken, wie man Klebeband nochmal herstellt. Ich glaube, das war auch recht einfach. Mal kurz auf die Uhr gucken. Nicht, dass wir da vielleicht Probleme kriegen. Klebeband kriegen wir aus Gummiringen. Gummiringe. Und Gummiringe hatten wir, glaube ich, nicht viele. Naja, 10 Stück. Na, 10 Stück Gummiringe. Zahnrad. Ja, dann machen wir uns doch nochmal ein bisschen. Nochmal eine Büschen Klebeband. Wie man auch immer aus einem Gummiring Klebeband macht. Naja, gut, okay, lassen wir das mal dabei. So, dann können wir uns nämlich da auch gleich mal upgraden. Was ist denn los? Ist hier noch ein Viech rum oder was ist da los? Ganz schön neblig heute hier. Naja. Gut. Dann einmal Munitionstasche können wir einmal aufwerten. Den Speer können wir einmal aufwerten. 16. Wir können ja alles aufwerten. Wie geil ist das denn? So, einmal das. Katana, yo. Lebensmitteltasche, yo. Holzfäller-Axt, yo. Wir machen alles. Auch wenn wir jetzt das Material auf den Kopf hauen, aber es ist erstmal egal. Und das Messer brauchen wir eigentlich auch nicht aufwerten, weil wir es so gut wie nie nutzen. Ne? Also von daher. So, das haben wir jetzt alles auf 3. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Materialtasche, was brauchen wir dafür? Wildschwein, Wildschwein, Sperling, Sperling, Gummiring und Plastik. Gut, Gummiring haben wir jetzt gerade versaut. Aber Sperling und Wildschwein, ich glaube vom Sperling habe ich noch nichts. Sperling, Wildschwein, Reh, Eule, Kaninchen, Eule, Kaninchen. Nee, okay. Okay. Okay, 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 okay. So, da sind die Waffen drin. Dann packen wir hier nochmal das rein. Ah, das ist aber auch mit dem komischen Inventar immer, du ehrlich. Naja. Dann haben wir einmal das. Meine Axt, da ist meine Axt. Die haben wir auf der 7 gelegt. Dann haben wir hier den Speer. Das Katana. Wobei, wir können natürlich das noch ein bisschen umsetzen. Wir machen das mal so. Auch wenn ich den Bogen so nicht mehr oft nutze, aber... Okay. Gut, dann können wir schon mal ein bisschen in Position begeben. Ja, also wie gesagt, wir machen kommenden Tag, werden wir wieder auf Loot-Tour gehen. Ihr habt es ja schon festgestellt, ne? Wir sind natürlich ab vom Schuss. Oh, wechsel doch mal die Waffe, das wäre sehr nett. Ich würde ganz gerne nämlich mal gucken, dass wir so ein Sperling-Viech mal haben. Verdammt, hätte ja klappen können. Ich glaube, das ist aber auch kein Sperling. Das ist höchstens Sperling. Lass mich mal ein bisschen landen, Sperling. Brav. Skin. Sperlingknochen, Sperlingfedern. Siehst du, läuft doch. Wir haben Tiere. Willst du nicht auch so ein bisschen dich opfern? Ach nee, das ist glaube ich eine Eule, ne? Das ist auch ein Sperling. Das ist kein Sperling, das ist eine
Eule, glaube ich. War eine Eule. Na. Das muss eine Eule gewesen sein. Das war kein Sperling. Kein Sperling. Eine Taube. Ach, eine Taube war das. Okay, ja, gut. Das ist halt eine Taube. Geflügelfleisch immerhin. Eine Taube. Eine Taube, Taube. Gut, warten aufs Christkind. Ja, wir müssen gucken, was das hier wird jetzt. Ob jetzt, was jetzt dann noch an Zombies angewackelt kommt heute. Und ja, wie ich schon sagte, also wir werden kommenden Tag, werden wir nochmal auf Kupferjagd gehen. Ja gut, wir brauchen eigentlich alles. Wir brauchen Gummi, wir brauchen Kupfer. Eisen brauchen wir sowieso immer. Also von daher ist alles in Ordnung. Also letztendlich nehmen wir sowieso wieder alles an Material mit, was wir uns irgendwo gönnen können. Von daher ist, passt das schon. Und ich werde mich schon mal in Position begeben. Jo. Dass wir noch ein bisschen am Material kommen, so das Übliche. Und, jo. Da schauen wir mal. Ich weiß eben halt auch nicht, wie viel wir noch tatsächlich bauen müssen. Also was nach dem Stachelwerfer kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass nach dem Stachelwerfer vielleicht noch der Flammenwerfer kommt. Und diese, ja, wie heißt das andere? Diese, nicht die Ballist. Das Stachelwerfer, Moment. Ja, schön, dass die Bilder funktionieren. Ja, jetzt. Stachelwerfer, Katapult und Flammenwerfer. Dass wir das wirklich alle drei Dinger noch bauen müssen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir das noch machen müssen. Vielleicht sogar doppelte und dreifache Ausfertigung. Weiß ich natürlich nicht. Obwohl die mich ja grundsätzlich, hätte ich auch gesagt, ich möchte die eigentlich alle drei nochmal bauen, damit wir mal sehen, wie die funktionieren, wie die, ne, was da so passiert. Das machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Die haben wir schon alles ausprobiert. Der Schredder war ganz okay, da kam ja von euch der Tipp, den einmal so im Flur längs zu bauen. Kann man auch nochmal machen, vielleicht. Passbombe, ja okay, Falltür, Mine, Knöchelfalle, Falle mit Köder, ja. Trap. Kugelhaus. Fleisch sogar, okay. Ein Vogelhaus mit Fleisch. Das ist auch mal was Neues. Lockt Vögel an. Vögel legen auch Eier. Okay. Sehr cool. Muss ja nett, dass wir daran, da uns daran bereichern. Das ist ja sehr, sehr nett. So. Geht gleich los, hoffe ich. Denke ich, weiß ich. Da bin ich mal gespannt, wie die diesmal eskalieren und wie viele Zombies das diesmal werden und ob wir sie gebremst kriegen mit unseren leckeren Fallen. Eine Falle haben wir mehr und ich bin schon echt gespannt, wie das nachher ist mit dem Stachelwerfer. Na, also das war ja zumindest mein Primärziel. Erstmal zumindest alles mal gebaut haben an Waffen und an Fallen, damit man das einfach mal gesehen hat. Und ja, wie schon gesagt, dann müssen wir mal gucken, ob wir das dann vielleicht dann doch noch zu Ende bringen. Es kommt so ein bisschen Reload. Warte mal, das müssen wir noch reloaden. Ah, ich will ja nicht gleich aufs Trockene laufen. T, Repair. So, muss eigentlich alles safe sein. Repair nochmal. Upgrade. Und das wäre eben halt das Primärziel. Das heißt, einfach mal alle Waffen gebaut haben, alle Fallen gebaut haben. Und ja, mal gucken. Also ich sag mal, wenn das sich tatsächlich so zutragen sollte, dass wir, wenn wir einen Stachelwerfer gebaut haben und Flammenwerfer gebaut haben, Wave started. Und dieses Katapult. Wenn wir die drei Sachen gebaut haben und es sollte sich dann zutragen, dass tatsächlich das Spiel zu Ende ist, die Herausforderung vorbei ist und wir uns tatsächlich von der Insel verabschieden können, dann machen wir das dann auch. Weil viel mehr gibt es dann hier nicht zu entdecken, sage ich mal. Was heißt nicht zu entdecken? Ja, klar, natürlich kann man nochmal in die Stadt gehen. Bisschen besser vorbereitet. Das kann man natürlich alles nochmal machen, gar keine Frage. Aber ich bin da ganz ehrlich. Ich glaube, das sollte es dann auch erstmal gewesen sein, weil das Spiel als solches dann nicht mehr so viel hergibt in der Situation. So, von wo kommen sie denn? Kommen sie immer von da hinten? Ist natürlich blöd, dass ich da keine Fenster reingebaut habe, aber ich wollte das extra eigentlich so machen, dass es ein bisschen abgesichert ist. Mensch, Jungs, habt ihr keinen Bock mehr? Oder wie darf ich mir das vorstellen jetzt hier? Ich meine, ich weiß ja, dass die mal ein bisschen brauchen, um in Gang zu kommen, aber ich hätte jetzt gedacht, dass die vielleicht mal so ein bisschen zügiger erscheinen.
Dass sie vielleicht mal von da hinten kommen oder so. Da kommt einer, oder? Ja, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Gut, dann mal ab nach hinten. Auf die VIP-Plätze. Mal gespannt. So. Gut, jetzt sehen wir natürlich jetzt hier nicht so wirklich viel, aber ich denke mal, wenn die Horde ein bisschen stärker wird. Und dieses Schreien. Na gut, die macht das nicht so wirklich gut nach, aber. Ach, und da haben wir schon wieder den 7 Days to Die. Zombie-Sterbeffekt. Soundeffekt. Das ist wahrscheinlich auch so ein Standardton für Zombie-Spielentwickler. Ähnlich wie dieser komische Schreien diversen. Dieser Fallschrei in diversen Spielfilmen. Da kennt ihr den garantiert schon. Oh, gute Nacht. Ja. Ja, das ist schick. Müssen wir vielleicht zwischendurch mal reingehen, dass wir vielleicht zwischendurch mal die Fallen wieder aufladen. Beim letzten Mal hatten wir ja das Problem, dass, glaube ich, eine Falle nicht funktioniert hat, weil die nicht aufgeladen gewesen ist. Es kann natürlich schon eine Falle sein, die uns so ein bisschen, wenn die uns im Stich lässt, dass uns das Leben kostet. Bin echt mal gespannt, was der Stachelwerfer noch macht. Also wie gut er ist. Ist ja nochmal vielleicht zu überlegen, ob man nicht vielleicht den Stachelwerfer da oben irgendwo hinbaut. Ich weiß nicht, ob man auf die Gerätschaften oben drauf bauen kann. Wäre vielleicht auch nochmal was, oder? Dass man da oben den Stachelwerfer hinbaut, dass er so ein bisschen mehr nicht nur von oben, sondern eben halt auch so ein bisschen über Reichweite so ein bisschen gehen kann. Wäre natürlich geil. Ich stelle mir mal so die Zombies vor, weißt du? Ich stelle mir so die Zombies vor, wie die da so durch diese Fallen so längs laufen, so wie gerade dieser schnelle Zombie. Er denkt sich, oh geil, ich habe die ersten drei Fallen schon überlebt, ne? Also diese Blades, dann diese Bodentrap, ne? Und dann kommt halt dieses große Panel, haut dir voll auf die Schnauze, also dem Zombie, dass sich der Zombie vielleicht denken muss, geil, ich habe es durch drei Fallen schon durchgeschafft. Und dann kommt plötzlich so ein Panel und haut dir voll auf die Fresse und du denkst, oh scheiße. So wie bei mir, wie bei 7 Days to Die im Let's Play Together, wenn man dann seinen vierten Tod innerhalb kürzester Zeit hinter sich hat und sich dann denkt, scheiße, du hast nur noch vier Leben, gut, dann gehe ich doch mal zünftig drauf. Naja. Ich hätte vor allem auch erwartet, dass die anderen Zombies noch kommen, diese Schlachter-Zombies oder wie die heißen. Das hätte ich auch nochmal so ein bisschen gedacht. Lalalala. Ich muss mir nochmal irgendwie so ein Podest nochmal bauen. Irgendwie von hier oder so. Dass man hier nochmal hochgehen kann. Weil es ist ein bisschen blöd und ein bisschen schade, dass man da jetzt nicht zugucken kann so richtig. Das müssen wir nochmal unbedingt machen. Stairs, hier sowas zum Beispiel, eine L-förmige Treppe oder sowas. Ist ja auch nicht so teuer. Kostet nur ein bisschen Holzbrett, Seil und dann bauen wir uns das hier vorne hin. Dass wir vielleicht mal hier oben raufgehen können. Dann können wir auch gleich mal das ausprobieren, ob das mit den. Ob das mit diesen Stachelwerfer funktioniert. Ob wir da irgendwas raufbauen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Oder auch nicht, weil das ist ja kein Fundament. Und ich weiß nicht, ob Fallen oder sowas, solche Bauwerke wirklich auch nur auf Fundamenten funktionieren oder ob das auch auf anderen Fallen funktioniert. Naja, werden wir sehen. Wir werden es erleben. Aber dafür brauchen wir ja auch erstmal Kupfer, bevor wir das bauen können. Wir können aber durchaus nächsten Tag nochmal diese Wendeltreppe vielleicht mal kurz bauen. Das können wir nochmal machen. Vielleicht von hier vorne ausgehend oder so, müssen wir mal sehen. Ich würde gerne mehr sehen. Ja, gut, hier vorne sehen wir auch ein bisschen. Ist dann vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist auf der anderen Seite ja auch schön zu sehen, dass die Fallen funktionieren, dass die Strategie funktioniert, dass wir die Zombies rechtzeitig ausgeknipst kriegen, bevor die uns das Fell über die Ohren ziehen. Ans Leder wollen. Passt ja, weil, ne, Lederjacke, na egal. Ach
ja, das Einzige, wovor es mir wieder so ein bisschen graut, ist natürlich dieser Weg in die Stadt zurück. Aber nein, was willst du machen? Hätte ich gewusst. Hätte ich am Anfang gewusst, was ich tue, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen mittiger gebaut, dass wir dann nicht so viele und nicht so lange Laufwege haben. Naja, was willst du machen? Ist so, wie es ist. Aber dafür haben wir hier ein bisschen gesunde Baufläche, das ist schon in Ordnung. Ein bisschen im Grün, ein bisschen außerhalb von der Stadt. Von dem Trubel, weg von dem Trubel. Aber auch die Horde lässt sich momentan noch ein bisschen Zeit. Also so ein bisschen moderat. Ich lade die mal eben kurz auf. Reload. Können wir auch mal reloaden. Ein Stück zurück und lasse mich hier gleich kloppen. Reload. Hallo. Da will er doch sterben, okay. Gucken, was hier nicht so passiert. Ah, es kommt der etwas dickere. Ja, komm, manchmal kommt er durch. Oder manchmal auch nicht. Hallo. Aber teilweise sind die gar nicht so doof. Die sind manchmal auch auf Ecken. Wenn sie gerade so hier vorne stehen. Das sieht also tatsächlich so aus, als wenn sie gerade überlegen. Ja, wo gehe ich denn jetzt lang? Ah, du musst ein bisschen aufpassen. Und wieder ein 7-Day-Zombie-Sound. So. Take all. Reload. 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 Oh, die Haupthorde war noch nicht. Stofffetzen. Material, Plastik. Ihr könnt gerne mal Kupfer mitbringen, wenn ihr schon mal hier auf der Ecke seid. Also Kupferkabel vor allem, diese Kupfer- oder Kupferdraht. Oh, da kommen jetzt ein bisschen mehr. Okay, alles klar. Gehe ich mal wieder nach hinten. Können wir das Spektakel von da angucken. Die wieder komplett zerpflückt werden. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. Oh, okay. Der kommt vielleicht... Nee, doch nicht. Er kommt vielleicht... Nein, tut er nicht. Ah, guck mal, jetzt geht das doch richtig ab. Jetzt hat die Maschine noch ein bisschen was zu tun da vorne. Aber allein diese Blade, ne, die haut so viel weg. Also ich sag mal so, wenn du jetzt dich nicht unbedingt so an dem Tutorial orientierst, also ich sag mal, wenn du 5 oder 6 von diesen Blades in Reihe hast, kann dir eigentlich fast nichts mehr passieren. Vielleicht zwischendurch noch diese Spikes, weil was nämlich auch so der Punkt ist bei diesen Spikes, die Musik ist zu Ende, okay, das heißt, das war's auch mit der Horde. Wenn du zwischendurch diese Spikes hast und dann dazu noch diese Blades, dann werden die Zombies da so ein bisschen gestoppt und durch die Blades dann auch nochmal verletzt. Also es ist schon, kannst da schon ein bisschen was machen. Ich weiß natürlich nicht, welche Art Horden dann noch kommen können. Also, ne, das weiß ich natürlich nicht. Aber das läuft doch momentan noch echt stabil hier alles. Da zuckt noch einer. Gut, einmal repairen. Einmal aufladen. Mensch, Jung. Kannst du die abschließen? Was ist da los? Upgrade. So, Repair. Das ist kleiner Stein. Das ist hier unten das Fundament, ne, was kaputt ist. So, T. Repair. Und Take All. Und hier auch nochmal T. Repair. So, Gummiring hat er mitgebracht. Plastik. Stück Eisen. Forschungsmaterial. Stofffetzen. Nochmal ein Stück Eisen. Forschungsmaterial. Ihr sollt Kupfer mitbringen, Leute. Kupfer. Kupfer ist das Stuff. So, okay.
Taubenfedern, Taubenknochen, ja, Sperlingskrams. Gut. Da liegt auch schon wieder einer dran hier, ein Hasi. Ein Hasi. Hasen brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr, weil wir müssen eigentlich alles jetzt mindestens einmal geupgradet haben. Insofern müsste... Das ist, glaube ich, belanglos. So, aber ist egal. Nimm alles mit. So. Dann müllen wir uns mal fleißig aus, damit wir uns gleich wieder vollmüllen können. Da, 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 da. Huch. So, hier haben wir einmal Fleisch. Da können wir das reinschmeißen, das können wir reinschmeißen. Das ein bisschen Happa-Happa-mäßig müssen wir uns auch gleich noch was reindampfen. So, die Federn packen wir hier rein. Stimmt, da Federn müssen wir auch nochmal gleich organisieren. Sperlingsknochen vor allem und, ja. Sperlingsknochen, Taubenknochen. So, dann haben wir einmal ein Stück Eisen, das können wir hier lassen. Die Äste lassen wir hier. Die brauchen wir eigentlich nur zum Bauen. Mehr oder weniger. Stofffetzen können wir hier vorne noch mit reinschmeißen. Nee, können wir nicht. Ja, das habe ich vollkommen falsch sortiert. Moment. So, jetzt stimmt das. Das war nur das Eisen. Hier kommen nämlich die Rohmaterialien rein. Hier kommt der ganze Stuff rein. So, da kommt das rein. Ich weiß gar nicht, Forschungsblätter. Ich glaube, die habe ich auch hier vorne reingepackt. Ja, hier, Forschung. So, das ist schon der ganze verarbeitete Krams. Ansonsten, wie viele Pfeile haben wir jetzt noch? 30, 31, 37, 39, 49. 49. 49 Pfeile. Ja gut, im Prinzip brauchen wir die Pfeile jetzt eigentlich nur noch für die Vögel. Für alles andere haben wir entweder das Katana, den Speer und die Schusswaffe. Ne? Mal gucken. So. Einmal lecker Happa Happa. Okay. Das war wieder mal erfolgreich eine Horde. Ganz entspannt. Ist ein bisschen langweilig, ich gebe es zu. Aber auf der anderen Seite funktionieren die Fallen. Insofern ist es auch wieder ganz geil. Die Horde funktioniert. Also die Hordenbase funktioniert. Ich würde sonst mal in der nächsten Folge... Also wie gesagt, in der nächsten Folge müssen wir ein bisschen looten gehen. Ich mache das jetzt vielleicht auch einmal so, dass wir jetzt einmal... Dass wir immer mal abwechselnd machen. Wir machen eine Hordenfolge und eine Folge mit ein bisschen Looten gehen. Das heißt, ich werde jetzt noch warten, bis es wieder ein bisschen heller wird. Dann können wir losziehen. Dann machen wir eine normale Loot-Folge und dann machen wir eine Zombie-Folge. So das Ganze zwischendurch werde ich, glaube ich, rauslassen, weil in der Zwischenzeit passiert eigentlich nicht viel. Vielleicht eine Baufolge oder sowas. Das müssen wir mal gucken, wofür wir Zeit haben, wie das dann noch alles so passt. Aber ich werde jetzt an dieser Stelle erstmal ein kleines Päuschen machen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Seven Days to Die, hätte ich fast gesagt, in der nächsten Folge Night of the Dead wieder. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir brauchen Kupfer, wir brauchen Sperlingsfedern, wir brauchen Sperlingsknochen und Gummi brauchen wir, beziehungsweise Gummi, nicht Gummireifen, wie hießen die? Gummiringe für Duct Tape. Damit wir dann die nächsten Upgrades freischalten können. Aber eben halt hauptsächlich Kupfer beziehungsweise auch Eisen, weil wir ja schließlich wollen wir noch die Fallen bauen, oder sonst kommen wir mit dem Stachelwerfer auch nicht voran, ne? Das müssen wir mal sehen. Ich würde eigentlich zusehen, dass ich möglichst jeden Tag Minimum eine neue Falle bauen kann, je nachdem wie viel wir Kupfer tatsächlich finden. Es wird langsam aber weniger, ne? Also es kann sein, dass wir uns da noch ein bisschen durch die Stadt durchkämpfen müssen. Gut, genug geschwafelt, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Night of the Dead wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.